Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Wolfsmann und ich begrüße euch hier ganz herzlich auf diesen Raubzug. So, wir müssen jetzt mal den Rückwärtsgang einlegen. So, zurückpaddeln Jungs, zurück. Da mal, wollt ihr nicht zurückpaddeln? Ich sage ja, wer noch nicht abonniert hat, kann gerne den Kanal abonnieren. Und enjoy my channel. So. Und dann gehen wir mal darüber und plündern die jetzt aus, ne? Das ist unsere Aufgabe in dieser. Segel hoch! Super! So. Jawohl, wir plündern jetzt diese Abteile. Na kommt, Leute! Lauf, Leute! Ah, schönes Tor hier, jawohl, wir kommen. Wir plündern. Dass ihr nicht mitnimmt, wird angezündet! Wo seid ihr denn? Wo denn? Ach da. Ich hole dich da runter. Diesmal wendest du dich nicht raus. Ja, ja. Er ist tot. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile, 18 Pfeile haben wir hier. Ah, den habe ich erledigt. Da ist noch einer. Auf jeden Fall. So, pass auf hier. Oh, wo ist er denn da? Ich denke schon, wer schießt denn die ganze Zeit auf mir? Du Trottel, geh da runter. Wo ist er noch? Der nächste, da. Nee. Zündet alles an, Leute. So. Was hat er denn noch da unten? So, warte mal. Wir nehmen noch mal ein paar Pfeile mit. Ich komme. So, wir haben die jetzt erledigt fast. Das dauert nicht lange. Ah, okay. So, mach ihn kalt. Jesus, führe meine Hiebe! Ah, da ist schon wieder so einer. Da, hier. So, und jetzt reicht das uns hier. Erledigt. Ein paar Pilze nehmen. Hier drin ist auch noch mal was, ne? Wir brauchen noch mehr Schätze, warte mal. Hier ist auch nichts. Das lässt sich aber nicht ziehen. Why ist das so? Warum ist das so? So, weiter geht's, liebe Leute. So, warte mal. So, wo bin ich stehen geblieben? So, kurze Pause dazwischen gewesen. Kurze Aufnahmepause war das. So, jetzt hier hoch, genau. Ich
Da. So, jetzt sind aber noch hier die ganzen Schätze. Hier, da ist einer. Den haben wir erledigt. Eigentlich mag ich den gar nicht mehr bei meiner Seite zu sein. Warte, also ich komme. Ich brauche Unterstützung. Ich weiß nicht, ob du wirklich hier dafür geeignet bist. Na komm. Die ganzen Schätze müssen wir hier. Sehr gut. Da. Das war klar. Voll eingetaucht in Petroleum, ne? Da, so. Ein Priesterschatz. Wir dürfen nicht sterben. Ey. Wenn wir jetzt sterben, dann... Auf! Hoch mit euch! Und ihr bleibt hier, oder was? Wo bist du denn da? Na, komm mal her. Was? Wie immer, Bruder. Na, komm. Töte dich! Du gehörst mir! Na komm, versuch's. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Dafür kriegst du nochmal zwei. Und dann hier. Gut. Gute Nacht. So. Ihr könnt alle weglaufen. Hallo, lauf mal weg. So, lauf mal weg. Da oben, warte mal, die hole ich mir. Brandschatz, meine Wa- Wir holen uns mal da runter, diese ganzen Eierköpfe da, die da diese ganze Pfeil- und Bogengeschichte machen. Weil es kann schon nerven. Zur Hölle. So, da ist einer, der wäre tot. Und zwei sind tot. Der dritte wäre da hinten. So. Kescher ist voll, wir haben die schon mal weg. Das Haus kann schon mal brennen. Und dann brennt mal die Hütte auch. Gibt es noch weitere Hütten? Die eine Hütte da hinten könnte auch brennen. Ja. So. Können wir
große Gerät hier nehmen. So, genau. Da ist noch mal einer. Da wäre noch mal einer. So. Wissen wir die alle? Wir nur packen, indem wir den. Der wird bald fertig sein. Den Ritter haben wir erledigt, ne? Da ist noch einer, warte mal. Das ist eine super Waffe, ey. So. Da ist noch einer. Den haben wir auch erledigt. Ist da noch jemand irgendwo? Nee. Dann können wir eigentlich schon mal runtergehen, oder? Ich geh mal runter, pack mal auf. So. Liegen einige hier. Ich hoffe, wir haben jetzt den. Das waren ein paar Stück dran. Da. Nur noch schnell den Tod bestätigen. So. Den haben wir auch mitgenommen. Sehr gut. All diese Männer Gottes, behangen mit Gold und Silber. Man könnte beim Anblick erblinden. Und wir sind blind. Lennius war unser einziger König. Er sah klar und kämpfte an Artorius Seite. Seitdem sind wir blind. Das war's. Da ist er hingegangen. Wir konnten ihn nur mit dieser Waffe erledigen. Wir hätten ihn nie erledigen können. Erledigt. Knall den ab. Dafür habe ich euch richtig gut ausgerüstet. So. So. Habe ich auch erledigt. Geöffnet.
Oh, hier Beschwerdebrief. Abteil Dalbir, zwei Söhne habe ich durch deine Pflicht überaus stark vereinnahmt. Sonst wäre dir sicherlich aufgefallen, dass Bruder Timodus schon zum dritten Mal in Folge mehr Haferbrei genommen hat, als ihm zusteht. Es macht mir keinen Spaß, den werten Bruder anzuschwärzen, aber wenn das so weitergeht, kann ich nicht für die Rache verantwortlich gemacht werden, mit der unser Herr Bruder Timodus sicherlich strafen wird. Timotheus. So. Dann gehen wir da hier raus. So, wo war denn der Schatz? Da hinten ist noch einer. Hier drin ist einer. Ja, hier würde ich gerne rein, wenn es geht. So, genau. Ich brauche hier drüben Hilfe. Na komm. Tür öffnen und... So, wir brauchen den Schatz hier. Los, ich brauche hier Hilfe. Es ist viel zu plündern. Ja, aber hallo. Eine riesen Beute hier. Gut. Hinten gibt es noch mal einen. Guck da. Das überlebst. Da, da, warte. Hinten dir. Autsch. Ich weiß nicht, was das soll. So. Da drinnen sind noch welche. Da hinten ist auch noch einer. Hier. Ja, aber wie komme ich denn da dran? Versperrt, ja. Schön, wenn sie von der anderen Seite versperrt ist. Aha, hier. Genau so war das. Da kommt sie nicht hin. Und Action. Da haben wir die Tour. Sehr gut. Gucken wir was hier. Nee. Ja, kommt hier. Rüber, rüber, Leute. Wir müssen hier rüber. Da ist eins. Ja, die Köpfe rollen hier durch. Ich stehe hier drinnen, haben wir noch einen, auf jeden Fall. Hey, ich schaffe das nicht allein. Es gibt viel zu holen! Bruder! Ich kann ja auch nichts bringen. So. Prima. Ja, noch mehr Güte. Fehlt nur noch eine. Da.
Da hinten war einer. Da. Seid achtsam. Ich brauche hier mal Hilfe. Und? Geh mal rein. Schnapp mal das gute Ding. Komm, noch eine. Einen haben wir noch. Hier ist eine Nachricht. Einer der Schmiede hat den Orden. Okay. Sehr gut. Wir haben einen Hinweis. Das soll an der anderen Seite versperrt sein. Genau, da müssen wir wieder klettern. Und gucken, wo sie versperrt ist, die Tür. Jetzt muss ein anderer Eingang gehen. Irgendwo vom Turm aus oder so? Nee, ne? Hier vom Turm aus irgendwie, dass du da reinkommst, mag ich zu bezweifeln, aber man weiß ja nicht, ne? Ah, warte mal. Nee. Wo kommt man denn da jetzt da hinein, ey? Wie komme ich da hinein? Wie komme ich denn da hinein? Das ist alles zu. Das ist auch alles zu. Nee, hier ist auch alles zu. Die Fenster sind zu. Da kommst du nicht durch. Da kommst du auch nicht durch. Warte mal. Und hier? Komm auch nicht durch. Wie kommt man denn da durch? Hier. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie man da reinkommt. So eine Art Festung ist das, ne? Da ist alles einmal rundherum zu. Ne? Ich muss einen anderen Eingang dafür geben. Wie komme ich denn da rein? Die sind vergittert. Aber
ich habe welche gesehen, die nicht vergittert sind. Zum Beispiel der da oben. Der ist nicht vergittert. Genau. So, der hätte die auch vergittern müssen. Ich töte dich! Spick die Brut mit Pfeilen! Für die Seele vom Bruder als der Mann ist ganz klar von Habsucht besessen. Zweimal schon habe ich ihn meine Ledersandalen tragen sehen, die mein Onkel mit eigenen Händen angefertigt hat. Einmal zwang er mich dazu, mein Manuskript zu verbrennen, weil er meinte, es wäre zu blumig geschrieben und grenze an Dekadenz. Ich empfehle also voller Demut, dass der gute Bruder möge der Herr über ihn wachen. Ein Bruder ist okay. Aber genau auf der falschen Seite. Sehr gut, erledigt. Was das auch immer gewesen ist, habe ich zum ersten Mal gesehen. Ja, kommt rein, Jungs. Es gibt hier viel zu plündern. Und irgendwo was hier zu sehen. Da fehlt uns leider der Schlüssel. Okay. Bekanntmachung bezüglich Fluke. Fulke, Bruder, ich warne jeden einzelnen von euch, dass ihr euch mit den Gefangenen namens Fulke nicht auf theologische Debatten einlässt. Sie hat eine teuflische Art, einen die Worte im Munde zu verdrehen, sogar die Heilige Schrift selbst, und am Ende erscheint man narrisch und ungebildet. Wir dürfen sie nicht ihren dunklen Künsten frönen lassen. Gespräche müssen beschränkt werden auf Themen wie Essen, das Wetter und die Lobpreisung vom Lady Edwin. Okay, dann gehe ich mal raus und hol mal ein bisschen Zunder. Weil wir brauchen Zunder. Ohne Zunder geht nichts hier. Genau, so, nehmen wir mal den Zunder mit. Oh, nicht fallen lassen. Tragen. So. Schön, schön, so. Ja, warte mal, Kollege.
aber auch. So, hier. Werfen. Und. Sehr gut. Oh, 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 das brennt auch. Warte. Da ist nochmal ein Brief. Beschwerdebrief. Ehrwürdiger Vater, wir, die Bauern, die Felder nahe der Abtei des Heiligen Alben, bitten darum, dass Pilger aus Lunden nicht länger willkommen sind. Wir alle beten den Heiligen Alben als den ersten mercischen Märtyrer an, aber die Lunderer, sie kennen keine Grenzen. Sie trinken fässerweise Met und erleichtern sich dann auf unsere Feldern. Danach macht es keinen Spaß mehr, die Ernte einzuholen. Das kann ich dir sagen. Im Andenken an unseren verehrten Heiligen bitte ich diese Leute fortan. So, ich komme. Sei nicht so dumm. Wenn, dann gehören die Schätze mir. So, den haben wir. So, jetzt haben wir den Rohmaterial. Das war das, was wir noch eingepackt haben. Noch nicht ganz. Wir haben hier noch eine, die wir... Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich suche den ja, aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Wer soll denn den Schlüssel haben? Silber. Der Mandatträger hat den Schlüssel auch nicht. Es muss noch irgendwo einen Schlüssel unten drunter geben hier. Sieh mal nach, Sühnen. Es gibt noch einen Schlüssel. Da ist noch mal was da hinten. Wo soll denn der Schlüssel sein? Eventuell hier? Ich weiß es nicht. Was ist denn überhaupt eigentlich hier? Hier ist nichts. Es muss nur ein Weg nach unten geben. Ein Eingang irgendwo, glaube ich, aber. Aber wo, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Es gibt keinen Schlüssel hier. Nee. So, das war's, glaube ich, für diese Folge, liebe Leute. Ich finde den Schlüssel nicht. Also ich habe ihn jetzt gesucht, aber... Nee, ich finde ihn leider nicht. Schade. Der ist leider nicht auffindbar. So ist es, egal. Wir haben auf jeden Fall das Ding erobert. Das ist das Wichtigste. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zuschauen.